Und wir setzen fort mit Tagesordnungspunkt 34, Übertragung der Stadtbezirksbeiratsmittel 2023 auf das Haushaltsjahr 24. Ein interfraktioneller Einreichung. Wer will uns das Thema nahebringen? Herr Schmählich, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, wir werden uns heute nochmal aus guten Gründen mit einer Auswirkung der Haushaltssperre aus dem Jahre 23 beschäftigen. Die ist ja, wie Sie alle ja noch in Erinnerung haben, im Juni des vergangenen Jahres in Kraft getreten und wurde dann, nachdem klar war, dass auch nicht nur bestimmte Wirkungen sie erzielt hat, aber auch deutliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer festzustellen waren, am 23.11. des vergangenen Jahres aufgehoben worden. Nun ist aber ganz speziell für die Mittel, über die wir hier heute reden, dieser 23.11. bekanntermaßen ein sehr spätes Datum gewesen. Nachdem die Haushaltssperre im Juni erlassen wurde, sind sämtliche Anträge auf Verwendung der Verfügungsmittel von den Tagesordnungen der Stadtbezirksbeiräte genommen worden. Und wir wissen, darauf haben auch die Bezirksamtsleitungen jeweils hingewiesen, dass Anträge, die bis Mitte November nicht bearbeitet sind, am Ende auch nicht mehr in dem Jahr entschieden werden können. Mit der Folge, dass diese Mittel faktisch zum 31.12. verfallen. Lassen Sie mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch mal darauf hinweisen, gerade heute bzw. im Jahre 24, in dem die erste Amtszeit direkt gewählter Stadtbezirksbeiräte in dieser Stadt endet, dass diese Stadtbezirksverfassung mit direkt gewählten Vertretungen in den Stadtteilen eine Erfolgsgeschichte ist. Eine Erfolgsgeschichte ist, auf die wir alle sehr stolz sein können. Und ich gestatte mir auch den Hinweis, dass bei den Diskussionen um die Einführung der Stadtbezirksverfassung wir darüber gesprochen haben, den Stadtbezirksbeiräten als Anhaltspunkt 25 Euro pro Kopf bereitzustellen. Am Ende sind es jetzt 10 Euro pro Kopf geworden. Darüber kann man sich streiten, ob das ausreicht oder nicht. Aber durch die Haushaltssperre sind es am Ende 8 Euro und ein paar Zerquetschte. Ich verweise auch mal darauf, dass offensichtlich auch der Oberbürgermeister auf diesen Umstand, dass wir diese Stadtbezirksverfassung und die direkt gewählten Stadtbezirksbeiräte haben, auch sehr stolz ist. Wir hatten eine große Kampagne, die hieß mit Citylight-Postern, die hieß Gute Idee, mein Viertel, Ehrenamt. Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, gute Ideen sind nur dann gute Ideen, wenn man ihnen auch Taten folgen lässt. Und deshalb ist es notwendigerweise so, und ich bitte deshalb um Zustimmung zu diesem Antrag, den ich auch noch mal in Punkt 1 hier mit neu einbringe, weil dort es keine Mehrheit im Ausschuss gab, ist es eine wirklich gute Idee, diese Stadtbezirksbeiratsmittel von 2023 in das Jahr 2024 zu übertragen und auch Sorge dafür zu tragen, dass in 2024 diese Mittel nicht gekürzt werden. Ich bitte um Zustimmung zu diesem interfraktionellen Antrag. Dankeschön. So, dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Fraktion Die Linke wird das Wort gewünscht. Herr Mattes, bitte. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, selbstverständlich haben wir dazu etwas sagen. Vor allen Dingen, Herr Schmählich, Sie haben das so mit dem Satz nebenbei gesagt, ursprünglich waren es mal 25 Euro pro
aber und dann wird es auf 10 gekürzt und da kann man dieser oder jener Meinung sein. Also ich finde, man kann da nicht dieser oder jener Meinung sein, sondern für uns gerade als Linke, wir haben das ja damals eingefordert und damals auch im Beschluss durchgesetzt, bildete das immer eine Einheit. Die Direktwahl der Stadtbezirksbeiräte mit neuen Entscheidungskompetenzen, aber auch mit einer finanziellen Ausstattung, die dem entspricht und ihnen die reale Chance gibt, in ihrem Stadtbezirk etwas zu gestalten. Und das waren die 25 Euro. Und da erinnere ich noch mal daran, das war auch damals schon nur die Hälfte von dem, was selbstverständlich in den Ortschaften als Ausstattung für die Ortschaftsräte da ist. Da sind es nämlich 50 Euro pro Einwohner. So, und das ist der Ausgangspunkt. Und dann waren diese diversen, willkürlichen Kürzungen, da wurden es nur noch 10 Euro, also nur noch 40% des ursprünglichen, durch die Haushaltssperre dann noch mal weniger und dann durch diverse Widrigkeiten weiter zusammengekürzt. Das heißt, das, was immer so als Monstranz vor sich hergetragen worden ist, wir haben jetzt eine Stadtbezirksverfassung und viele Kompetenzen, ist in Wahrheit massiv ausgehöhlt worden. Und gegen diese Aushöhlung dieser Kompetenzen sind wir als Linke ganz massiv. Der Antrag, der heute vorliegt, der löst das Problem nicht, aber er verbessert es an einer Stelle geringfügig, indem er sagt, wenigstens die letzte Kürzung wird gewissermaßen zurückgenommen. Sie bekommen die Mittel, die im vorigen Jahr nicht ausgegeben werden konnten, und sie werden dieses Jahr von der Kürzung ausgenommen. Das ist richtig, und dem werden wir deshalb auch zustimmen. Der Finanzausschuss hat davon schon mal die Hälfte wieder weggenommen. Das ist, finden wir nicht in Ordnung. Deshalb werden wir auch den Antrag, den hier Herr Schmählich angekündigt hat, zustimmen. Wir werden den Antrag in seiner ursprünglichen Form unterstützen. Und ich fordere Sie auf, wenn Sie das mit den Stadtbezirken ernst nehmen, wir stehen jetzt vor der Neuwahl am 9.6. der Stadtbezirksbeiräte, dann müssen wir kurzfristig wieder zu den 25 Euro kommen. Aber das Mindeste ist, dass wir den Unsinn zurücknehmen und diesen Antrag heute zustimmen. Vielen herzlichen Dank. Als nächstes SPD-Fraktion, Herr Treves. Nicht da? Nee, nicht Interesse, nein. Gut. FDP, das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler, Freie Bürger, Herr Nitsche, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte, liebe Dresdner, die Stadtbezirksbeiräte und die aktuelle finanzielle Ausstattung der Stadtbezirksbeiräte und das, was die Stadtbezirksbeiräte damit vor Ort tun, ist, und da gebe ich meinen Vorrednern sehr gern recht, eine Erfolgsgeschichte. Ich wünsche mir zwar manchmal etwas weniger ideologische Auseinandersetzung in denen und mehr Fachpolitik, aber das ist etwas, was leider etwas stark durch die Neuwahl und die Besetzung dann in die Stadtbezirksbeiräte getragen wurde. Warum sage ich jetzt noch was dazu? Und zwar aus folgendem Grund. Mehr finanzielle Mittel sind nicht unbedingt eine deutliche Besserstellung der Stadtbezirke. Ich glaube, dass wir mit diesen 10 Euro, die wir jetzt als Ansatz haben, eine gute Größenordnung erreicht haben. Warum? Wir haben in den Stadtbezirken sehr viele kleine Maßnahmen, die durchgeführt werden. Im Stadtbezirk Cotta im vergangenen Jahr 42 Projektförderung mit einer Summe der 42 Projektförderung von 245.000. Da ist eine große Projektförderung dabei, die allein 134.000 kostet, also genau genommen 41 mit runden 110.000 Euro. Und demgegenüber stehen 17 Mittelübertragungen an Fachämter für Projekte im Stadtteil. Und das ist der Punkt, der eigentlich ein Problem ist, der uns allen bewusst sein muss, insbesondere wenn wir in Haushaltsverhandlungen in diesem Jahr gehen. Ganz häufig kommt in den Stadtbezirken die Kritik an den Vorlagen, die nicht die Maßnahme selber kritisiert,
sondern die sagt, hier macht sich die Stadtverwaltung aber ganz schön schlanken Fuß und überträgt uns im Stadtbezirk Aufgaben, was die Finanzierung betrifft, aus denen man sich selber zurückzieht. Nun ist es so, dass es Stadtbezirksamtsleiter gibt, die sagen, naja, die Mittel für die Stadtbezirke wurden ja den Fachämtern weggenommen. Aber das kann nicht die Lösung sein und das ist auch, das war vor der Zeit, in der es die Freien Wähler im Stadtrat gegeben hat, das ist auch, soweit ich weiß, nie eine Begründung gewesen für die Ausstattung der Stadtbezirke. Denn es ging immer darum, dass exemplarische Projekte vor Ort gemacht werden, die der Stadtbezirk von sich aus plant. Und ich möchte mal ein paar Beispiele nennen. Planungsmittel für Sportanlagen, Sanierung von Sanitäranlagen in einer Schule in unserem Stadtteil, 50.000 Euro, Mehrkosten für einen Fußweg, 25.000 Euro. Das, meine Damen und Herren, sind auch Ausgaben aus den Stadtbezirksmitteln. Und das kann und sollte nicht die Grundlage für die weitere Haushaltspolitik sein, dass wir Mehrkosten und zusätzliche Kosten, die der Stadtverwaltung und den Fachämtern anfallen, aus den Stadtbezirksmitteln finanzieren, sondern diese Stadtbezirksmittel sollten halt eben wirklich die konkreten Projekte vor Ort unterstützen. Und dafür reichen unserer Meinung nach die zur Verfügung stehenden 10 Euro auch ganz gut aus. Vielen Dank. So, wir setzen fort als nächste Fraktion AfD, Herr Latzinski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Es wurde ja bereits gesagt, im Juni 2023 wurde die Haushaltssperre für das vergangene Haushaltsjahr erlassen. Hintergrund war Mehrkosten, insbesondere im Bereich Energie, aber auch im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen, die den Oberbürgermeister zu diesem Schritt veranlassten. Die Haushaltssperre wurde dann aufgrund einer unerwarteten Gewerbesteuereinnahme, einer Großeinnahme, Ende November wieder aufgehoben. Vermutlich auch wohl wissend, dass konsumtiv, wenn Ende November eine Haushaltssperre aufgehoben werden wird, dann nicht mehr allzu viel passiert. Denn wir wissen, spätestens im Dezember ist Kassensturz und Kassenschluss, dann passiert nichts mehr. Und so war es dann natürlich auch bei den Stadtbezirksbeiräten, dass die gesperrten Mittel dann nicht mehr ausgegeben werden konnten. Es wurde ja bereits gesagt. Und daraufhin hatte ich dann im Ältestenrat den Vorschlag gegenüber dem Oberbürgermeister unterbreitet, dass er doch bitte eine Vorlage erstellen müsste, die es den Stadtbezirken ermöglicht, genau diese nicht ausgegebenen Haushaltsmittel ins Folgejahr mitzunehmen, damit eben nicht das passiert, was jetzt gerade passiert, nämlich dass die Stadtbezirke zum Spielball der verschiedenen politischen Fraktionen hier werden und im Wahlkampfgetöse am Ende untergehen. Ich bin dennoch zuversichtlich, dass wir heute eine Mehrheit für diesen Vorschlag trotzdem hinbekommen, auch wenn er nicht vom Oberbürgermeister kommt, und muss an dieser Stelle auch noch kritisieren, dass der Oberbürgermeister nicht nur nicht reagiert hat, sondern hat genau das Gegenteil getan, nämlich indem er gleich für das Folgehaushaltsjahr, also das jetzige, eine quasi Haushaltssperre Leid erlassen hat und wieder bei den Stadtbezirksbeiräten das Budget auf 80% herabgesetzt hat. In diesem Sinne bedanke ich mich für diesen Antrag. Wir werden ihn auf jeden Fall unterstützen und ich denke, dass so ein wichtiger Beitrag geleistet werden kann, dass die Stadtbezirke ihrer Arbeit nachgehen können. Vielen Dank. Wird Bündnis 90 Die Grünen das Wort gewünscht? Herr Hans, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen im Stream und vor allem vielleicht auch ein paar Stadtbezirksbeirätinnen und Stadtbezirksbeiräte im Stream. Also ich freue mich, dass wir jetzt heute über diesen Sachverhalt so abstimmen können. Wir werden aber nur dem Finanzausschussbericht zustimmen und das möchte ich kurz begründen. Es war ja so, dass eigentlich uns, also nach unserem Kenntnisstand bis letzte Woche Montag, wo die Haushaltsbewirtschaftungsregelung überhaupt richtig uns als Stadtrat zur Kenntnis gegeben wurden, nicht bekannt war. Also wir sind davon ausgegangen als grüne Fraktion, dass auch die SBR-Mittel nicht gekürzt werden, genauso wie eben die Sportförderung, die Förderung der Jugendhilfe und die freien Trägerförderung sozusagen 100% Auszahlung haben sollen und eben keinen Haushaltsdeckel bekommen. Von daher ist es gut, wenn wir heute beschließen können, dass eben
eben die Stadtbezirksbudgets auch keinen 80%-Deckel bekommen, sondern zu 100% gleich verfügbar sind für die Stadtbezirke. Warum glauben wir aber, dass der erste Punkt, dass die Übertragung auch noch aus den, von den Restmitteln aus 2023 nach 2024 nicht unbedingt notwendig sind? Sicherlich ist mehr Geld immer schön, aber wir haben einerseits Rückmeldungen aus den Stadtbezirken, dass das Wissen nicht überall wirklich benötigt wird. Und wenn man sich Statistiken anguckt, und ich glaube, der Oberbürgermeister oder die Kämmerin hatte das im Finanzausschuss noch einmal ausgeführt, ist es leider so, muss man sagen, dass für das ursprüngliche Anliegen oder das Anliegen, was wir mit den Stadtbezirksbeiräten verbunden haben, dass bürgerschaftliche Projekte gefördert werden, leider zurzeit immer noch unter 50% der Mittel dafür eingesetzt werden. Das mag zwischen einzelnen Stadtbezirken schwanken, aber es wurde ja auch schon was dazu gesagt, sogar der größere Teil, also ungefähr die Hälfte der Mittel, wird zurzeit durch Übertragungen an Ämter ausgegeben. Da muss ich aber Herrn Nitsche widersprechen. Wir finden das prinzipiell nicht verkehrt, weil damit können Projekte vorgezogen werden oder es können auch Projektpriorisierungen für Fußwege, für Parkerweiterungen oder auch nur irgendwie Bankaufstellungen, noch zusätzliche Baumpflanzung, Ähnliches durch die Stadtbezirksbeiräte getroffen werden. Das ist schon sinnvoll. Aber in der Gesamtschau auch des Haushaltes, wenn wir nochmal betrachten, dann möchte ich die SPD mal ansprechen, dass gestern ein Beschluss durch ihre Einbringung hier getroffen wurde, durch eine Mehrheit des Stadtrates, der sozusagen zu 1 Million mehr Ausgaben führen wird im jetzt noch vorliegenden Haushaltsjahr, dann kommen wir als Grüne zu der Abwägung, dass es nicht zwingend notwendig ist, die letzten Mittel, die es auch ungefähr 1 Million Euro betreffen würden, die übertragen werden müssten, nach 2024 benötigt werden. Und mit der zur Verfügung stellen auch 1 Million nochmal zusätzlich sozusagen auch aus dem Haushaltsgap, was wir eigentlich haben, für die Stadtbezirksbudgets in 2024, damit diese gut bewirtschaften können und auch vielleicht Projekte, die 23 unter den Tisch gefallen sind, wieder berücksichtigen können, denken wir, dass die Stadtbezirke in der Lage sind, bürgerschaftliches Engagement auf alle Fälle voranzubringen und auch sogar eben Übertragung an Ämter, um Grünflächen und Ähnliches auch noch priorisieren zu können. Ich möchte an der Stelle darauf hinweisen, dass es sehr gut ist, dass gerade jetzt in den letzten Tagen oder gestern das grün geführte Sächsische Ministerium für Justiz und Demokratie Dresden eine Förderung hat zukommen lassen, genau für den Ausbau von Stadtteilfonds und Stadtteilbeiräten. Das sind sozusagen ja nochmal eine Stufe drunter unter den Stadtbezirken. Und da können diese ganz kleinen bürgerschaftlichen Projekte, die eben in den, das wurde auch schon mal irgendwo hier gesagt, in den Stadtbezirksämtern gar nicht alle gut bearbeitet werden können, begleitet werden können, sodass diese auch immer zum Erfolg führen, können diese auch besser eigentlich teilweise bezuschusst werden. Und von daher müssen wir uns eher für die Zukunft überlegen, wie kann es uns gelingen, eben mit den Stadtbezirksbudgets auch wirklich zusätzliche bürgerschaftliche Projekte befördern zu können, indem vielleicht die Öffentlichkeitsarbeit teilweise trotzdem noch besser wird und auch diese Begleitung dieser bürgerschaftlichen Projekte möglich ist. Und da haben die Stadtbezirksamtsleiter, komme ich zum Schluss, gesagt, sie bräuchten eigentlich, um diese Budgets auszuschöpfen für die bürgerschaftlichen Projekte, mehr Personal. Das wird es vielleicht so nicht geben, aber wir sollten gemeinsam noch mal darüber nachdenken und deswegen gern Wunsch an den OB und seinen Direktor, dass entsprechend der Runden, die es in 2022 zumindest gab, wir uns auch wieder zusammensetzen als Stadtrat mit den Stadtbezirksamtsleitern, wie dieses Prozedere besser auf den Weg gebracht werden kann. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde, Frau Arnold für die CDU. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Stadtbezirksbeiräte, liebe Bürger. Ich kann es ganz kurz machen. Für die CDU-Fraktion ist ebenfalls das Budget für die Stadtbezirksbeiräte, was sie eigenständig ausgeben können für Investitionen, für Kleinstprojekte, für die Unterstützung von Vereinen, von Stadtteilfesten, ein Erfolg. Es liegt mit 10 Euro. Aber genau in der Größenordnung, die aus unserer Sicht sinnvoll ist. Sie wird sehr unterschiedlich in den Stadtbezirksbeiräten ausgegeben.
Wir haben es gerade schon gehört, für uns ist durchaus die Investition in den einen oder anderen Fußweg, die Unterstützung bei sogar Schulhausbauten oder anderen Projekten eine sinnvolle Angelegenheit. Wir haben im letzten Jahr, wir haben es gerade von den anderen gehört, Haushaltssperre gehabt. Es ist durchaus sinnvoll, dass sich das gleich über alle Bereiche vollzieht und es trifft auch dieses Jahr. Wobei wir klar sagen müssen, wir sind zuversichtlich, dass der Ansatz, der jetzt gewählt ist, nämlich zu schauen für 2024, was haben wir 2023 noch übrig, was sagt die Maisteuerschätzung, dass wir wirklich auf Sicht fahren, dass es hier mit Augenmaß solide und zurückhaltend in dieses Jahr 2024 geht, ohne eine Haushaltssperre und dass in diesem Jahr eben nicht freie Träger oder andere Bereiche in die Kürzung fallen. Das gilt eben auch mit 80%, die bei konsumtiven Mitteln freigegeben sind. Das gilt für alle Geschäftsbereiche und das gilt auch für die Stadtbezirksbeiräte. Warum ist das für uns in Ordnung? Weil die Stadtbezirksbeiräte sofort, wie in allen anderen Jahren, seit dem 1.1. Budget zur Verfügung haben, um die Projekte, die jetzt anstehen, in diesem Jahr auch entsprechend zu fördern. Und wir haben es vorhin diskutiert oder schon angesprochen, wir haben Wahlen. Danach werden die Stadtbezirksbeiräte neu zusammengesetzt und bis zu diesem Zeitpunkt wollen wir noch mal schauen, ob man die 100% dann zur Verfügung stellen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es sinnvoll, solide und mit Augenmaß zu wirtschaften. Ich bitte darum, dass wir dann punktweise abstimmen. Die CDU wird hier nicht zustimmen. So, damit sind wir durch die Fraktionsrunde durch. Es gibt weitere Wortmeldungen. Zunächst Herr Drews und dann Herr Lichti. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich dachte ja ursprünglich nach den Redebeiträgen von Herrn Schmählich, der den interfraktionellen gemeinsamen Antrag eingebracht hat, wo ich natürlich alles unterschreiben kann, was er gesagt hat, und den auch richtigen Worten von Herrn Mattes am Anfang, hätte man die Debatte eigentlich auch schon abbinden können, weil eigentlich waren alle relevanten und wichtigen Sachen gesagt. Aber das, was dann danach kam, von unterschiedlichsten Seiten, hat mich dann jetzt doch nochmal bewogen, das eine oder andere hier zu kommentieren. Herr Laczynski hat gemeint, das wäre ja nur Wahlkampfgetöse. Ich halte das für sehr großen Quatsch. Schließlich waren es auch beim letzten Jahreswechsel die Fraktionen von Dissidenten und SPD, die dafür gesorgt haben, dass wir Stadtbezirksbeiratsmittel, die nicht ausgegeben worden sind, ins Folgejahr übertragen. Und da muss man, glaube ich, vielleicht eher mal drüber nachdenken, ob wir hier nicht ein strukturelles Problem in der Stadtspitze haben, dass immer wieder Stadtbezirksbeiratsmittel hinten runterfallen, die dann irgendwie in den Gesamthaushalt zurückfließen sollen, statt sie dort zu belassen, wo sie hingehören, nämlich in der Entscheidungsgewalt der Stadtbezirksbeirätinnen und Stadtbezirksbeiräte. Spannend finde ich auch, dass insbesondere auch Grüne und CDU gar nicht wissen, was sie im Haushalt beschlossen haben, nämlich 11 Euro pro Einwohner und Einwohnerin und nicht 10 Euro. Die Grünen haben da jetzt keine Lust mehr drauf, hat der Hans gesagt, dass wir die 11 Euro, die wir mit dem Haushalt für letztes Jahr beschlossen haben, dann jetzt auch tatsächlich Realität werden lassen. Und deswegen sollten wir das nicht übertragen. Das wundert mich schon sehr. Was mich aber in dieser Debatte tatsächlich besonders wundert, ist, dass wir hier im Stadtrat darüber diskutieren, für welche Maßnahmen Stadtbezirksbeiräte ihr Geld ausgeben. Wir haben diese Stadtbezirksverfassung gemacht und eingeführt und wir haben dafür gesorgt, dass Stadtbezirksbeiräte und Stadtbezirksbeiräte direkt gewählt werden, um ihnen die Entscheidung über die Frage, wie ihre Mittel ausgegeben werden, selber zu überlassen. Und da ist es nicht an uns als Stadtrat zu sagen, ja, die sollten jetzt mehr Projekte fördern oder die sollten mehr Verwaltungsvorhaben kofinanzieren. Das müssen die Stadtbezirksbeiräte und Stadtbezirksbeiräte entscheiden. Und ich glaube, die haben da auch das entsprechende Selbstbewusstsein, um dort diese Entscheidungen zu treffen. Und es gibt ja durchaus Stadtbezirksbeiräte, die auch budgetiert haben und gesagt haben, so und so viel von unserem Budget wollen wir gern für die Förderung freier Träger ausgeben, so und so viel wollen wir gern zur Kofinanzierung von Verwaltungsvorhaben ausgeben. Das muss dann am Ende jeder Stadtbezirksbeirat für sich selber entscheiden und es ist nicht unsere Sache.
wie Sie sich da entscheiden und welche Entscheidungen Sie dort treffen. Festzuhalten ist, dass die Mittel letztes Jahr nicht zu 100% ausgegeben werden konnten, lag an der bürokratischen Hürde, dass die Haushaltssperre erst so spät aufgehoben wurde, dass es eben nicht mehr möglich war, weitere Anträge zu bescheiden. Deswegen ist es nur richtig, die nicht verbrauchten Mittel in dieses Jahr zu übertragen und auch dieses Jahr noch nutzbar zu machen. Und als SPD stehen wir natürlich komplett dazu, was wir auch eben mit dem Haushalt beschlossen haben, nämlich auch für 2024 diese 11 Euro zur Verfügung zu stellen. Insofern, Herr Schmelich hat ja schon den Antrag gestellt, den Originalantrag zur Beschlussgrundlage zu machen. Das will ich auch noch mal bekräftigen, um nicht mit diesem sehr differenzierten Finanzausschussvotum umgehen zu müssen. Und ich bitte noch mal herzlich um Zustimmung zum gesamten Antrag. Und Herr Lichti, vielleicht können wir das mit dem Schlusswort kombinieren. Nein, wollen wir nicht, wollen wir immer noch. Oh, manchmal. Die kleinste Fraktion am redefreudigsten. Bitte schön, los geht's. Sehr geehrter Obergemeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, da sich die Debatte jetzt vielleicht etwas unerwartet doch auch ins Grundsätzliche geweitet hat, habe ich mich auch noch mal hervorgetraut. Lieber Jens Matthes, ich sage es noch mal, ich habe es schon oft genug gesagt. Ja, es war das hervorragende Anliegen der Linken, als wir das eingeführt haben. 2019 war es, glaube ich, dass die Stadtbezirke dort auch mit Mitteln ausgestattet werden. Und ihr habt immer für die 25, ja, vielen Dank, liebe Linke. Aber was mich dann auch ein bisschen nervt allmählich ist, dass jedes Mal, wenn hier diese Debatte kommt, dieser Perpetuum mobile kommt, ja, aber wenn ihr dann bei einem Haushalt irgendwie mitmacht, dann ist das, sage ich mal, kein Thema mehr für euch. Also das finde ich dann auch nicht besonders glaubwürdig. Das, was der Kollege Nitsche gesagt hat, der Kollege Treves hat jetzt dem widersprochen, aber ich möchte ausdrücklich sagen, ja, er hat aus meiner Sicht vielleicht aus meiner persönlichen Sicht, ein wichtiges Problem angesprochen, weil ich erinnere mich noch sehr gut an die Debatte, die wir damals 18, 19 auch hier öffentlich im Stadtrat geführt haben. Und damals war, so habe ich es verstanden, der Konsens, dass wir gesagt haben, die Stadtbezirke bekommen diese Mittel, um ihre Rechte, die sie nach der Stadtbezirksverfassung haben, auch abfinanzieren zu können. Und ich hätte mir damals nicht träumen lassen, diese Entwicklung, die wir jetzt beobachten, dass 50% oder mehr im Grunde jetzt Aufgaben der Zentralverwaltung über die Stadtbezirke abgefackelt werden. Ich finde das keine gute Entwicklung, ich sage es ganz offen, weil es heißt nämlich auf Deutsch, das, was die Zentralverwaltung nicht abfinanziert bekommt, das versucht sie jetzt auf einem anderen Wege über die Stadtbezirke sich finanzieren zu lassen. Ich habe da ein gewisses Verständnis dafür, wenn ich an die Fußwege denke. Frau Arner hat zu Recht darauf hingewiesen. Was haben wir früher immer um den Fußweg, was wurde dort gekämpft? Und da kam die Zentralverwaltung, Herr Köttnis, ich weiß es noch, ja, wir haben leider vom Stadtrat kein Geld bekommen für den Fußweg. Das war zwar immer falsch, also als Rot-Grün dran kam, dann 2014, haben wir genug Gelder, aber Herr Köttnis ist immer noch rumgerannt und hat gesagt, wir haben kein Geld bekommen. So, das Problem ist jetzt gelöst, das ist gut so, aber wir dürfen deswegen nicht den Blick dafür verlieren, dass die Mittel eigentlich für die Rechte der Stadt, und das ist eigentlich das Entscheidende, und deswegen bin ich hier nochmal vorgekommen, wir sollten hier nicht eine fördergründliche Finanzdebatte führen, ja, man kann, ist zu viel, zu wenig, können wir gerne machen, sondern es geht darum, haben denn die Stadtbezirke genug Rechte? Und da sage ich, nein, sie haben nicht genug Rechte. Wir haben nämlich immer noch den Skandal, dass die Ortschaften wesentlich mehr Rechte haben als die Stadtbezirke. In derselben Stadt, Landeshauptstadt Dresden, gibt es Bürgerinnen und Bürger erster und zweiter Klasse. Ich sage es so hart. Wer ein Bürger in einer Ortschaft ist, hat wesentlich mehr Chancen, irgendetwas finanziert zu bekommen, als irgendwie einer, der, sage ich mal, in der alten Stadt, in der Zentralstadt, wer auch wesentlich mehr Einwohnerinnen und Einwohner hat. Ich finde, das ist kein guter Zustand. Und wer ist für diesen Zustand verantwortlich? Es ist leider die Landesregierung, die die Gemeindeordnung im Jahre 2017 oder 2018, war es glaube ich, genauso restriktiv gestrickt hat. Und ich finde es mehr als bedauerlich, dass auch die Grünen, die SPD war da immer anderer Meinung, als ich bei den Grünen noch war, habe ich ja immer dafür gekämpft, dass die Grünen dafür kämpfen, aber das hat sich dann geändert. Ich wünsche mir einfach, dass wir nicht nur eine Finanzdebatte führen, sondern auch mal wieder eine Debatte über die notwendige Erweiterung der Rechte der Stadtbezirksbeiräte. Vielen Dank. Es war ein gelungener Beitrag, in dem wir eine vorher abgearbeitete Rednerliste wieder neu gefüllt haben. Herr Engel zunächst und dann Herr Matthes.
Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir müssen die Debatte jetzt aber an der Stelle mal führen, weil auch wenn wir gemeinsam einen Antrag stellen, gerade an der Stelle hat Johannes Lichti einen Punkt aufgeworfen, den ich schon noch mal ein bisschen hinterfragen würde, weil du hast das Bild, nein, gar nicht bezogen auf den letzten Punkt, sondern auf die Mittelverwendung. Du hast das Bild gekennzeichnet oder gemalt, dass irgendwann so dann die, sag mal so, die gierige Zentralverwaltung der Stadt dann kommt und praktisch den Stadtbezirken Projekte unterjubelt, die sie ansonsten nicht finanziert bekommen. Ja, das gibt es, das ist definitiv so, aber es läuft oft eben auch andersherum, dass eben aus den Stadtbezirken heraus konkrete Projekte mit dem Vorschlagsrecht zum Beispiel, was die Stadtbezirke ja in allen Angelegenheiten haben, initiiert werden, ne? Man dann praktisch dem Fachamt, zum Beispiel dem Umweltamt sagt, liebes Umweltamt, könntet ihr mal dies und jenes machen? Und dann natürlich formell eine Vorlage zurückkommt und eine Maßnahme des Umweltamts kofinanziert wird. Das sind aber oft Projekte, die waren bisher in gar keiner Planung mit drin, weil eben die Stadtbezirke vor Ort gesagt haben, ja, wir wollen das machen. Wir initiieren in einem Fachamt überhaupt den Planungsprozess. Also wir haben das zum Beispiel in Pieschen an der Kötzschenbroder Straße in Micken, so eine Wegebefestigung, die war nirgends drin in irgendeiner Planung. Wir haben sie mit einem Vorschlagsrecht initiiert, dann gab es eine Planung, die wurde immer teurer, das ist eine andere Geschichte, und wurde dann vom Stadtbezirk halt finanziert. Und das ist auch Teil dieser 50%. Deswegen muss man sich die ganze Sache wirklich differenziert anschauen. Und ich werbe dafür auch nicht vorschnell in solche Kategorien zu unterteilen, sondern sich wirklich auch die Prozesse in den Stadtbezirken anzuschauen. Weil das ist eine Erfolgsgeschichte und das hat vor Ort viele Dinge möglich gemacht, die ansonsten jetzt in der Zeit nicht umgesetzt worden sind. Deswegen würde ich wirklich darum werben, diesen Antrag hier so in der kompletten Form auch zu beschließen. Danke. Nächster Redner, Herr Mattes. Also weil mich der Herr Lichti jetzt angesprochen hat, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt nicht direkt eine persönliche Erklärung, aber ich muss was dazu sagen. Sie haben es ja korrekt gesagt, die Linke ist für die 25 Euro eingetreten und Sie haben das so mit so einem Unterton gesagt, als würden wir da nerven. Ja, wir nerven da und wir werden das auch weiter tun. Wir werden weiter für den Betrag 25 Euro, eigentlich müssten wir in der Zwischenzeit sagen, inflationsbereinigt 30 Euro pro Einwohner für die Stadtbezirksbeiräte eintreten. So, und das ist, und das Zweite ist dazu, auf der rechten Seite, also reden Sie mal nicht dazwischen, Frau Arnold, ich rede jetzt gerade mit Herrn Nietzsche, der sozusagen die Stadtbezirksbeiräte oder das Budget als so eine Art Taschengeld, wie man Kindern Taschengeld betrachtet, ach, 10 Euro sind genau richtig, damit sie mal lernen, wie sie Geld ausgeben können und keinen Unfug treiben. Nee, das ist es eben genau nicht. Selbst die 25 Euro wären nur 1% unseres Budgets, was wir hier in der Stadt haben, auf die Stadtbezirksebene verlagert. Wir müssen sich mal überlegen, 1% dessen, was wir in der Stadt ausgeben. In einer einzelnen Stadtratssitzung geben wir mehr Geld aus, als alle Stadtbezirksbeiräte im ganzen Jahr. Das sollte man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und deshalb ist eben genau diese Herangehensweise falsch. Und zu dem zu eben beschriebenen Problem, Herr Engel hat es ja angedeutet, woran liegt denn das, dass so vieles an die Ämter weitergegeben wird? Das liegt doch an den Beschränkungen der Gemeindeordnung, wo sozusagen die originären Zustände der Stadtbezirke zu eng gefasst sind, Grünanlage, Vereinsförderung und so weiter. Und um diese zu eng gefassten originären Zuständigkeiten zu umgehen, kooperieren die Stadtbezirksbeiräte dann mit Ämtern der Stadt, um die Dinge, die sie bewegen wollen, zu bewegen und auch mal an einem größeren Rad drehen zu können. Und ich finde das vollkommen in Ordnung und vernünftig. Und wir werden jedem Antrag zustimmen, der darauf abzielt, die Budgets der Stadtbezirke wieder zu vergrößern. Danke. So, und ich probiere einen zweiten Einlauf, dass Herr Schmählich das mit dem Schlusswort kombinieren könnte und wir dann zur Abstimmung schreiten können. Sehr geehrter Oberbürgermeister, ja, ich hoffe auch, dass es gelingen wird. Deshalb werde ich mich auch in meinen Aussagen mäßigen, um hier nicht schuldhaft für weitere Wortmeldungen zu sein.
weil es ist schon ein bisschen bemerkenswert, wie diese Diskussion hier heute läuft. Wir haben ein Votum des Finanzausschusses, das in Punkt 1 eine Ablehnung beinhaltet. Es haben sich aber auch Fraktionen jetzt hier gerade positiv zur Übertragung der Mittel positioniert, die im Finanzausschuss das noch etwas anders gesehen haben. Wenn das jetzt anders läuft, ist es gut so. Ich hoffe, dass ich auch Herrn Nitsche richtig verstanden habe, dass wer sich hier heute für die 10 bzw. 11 Euro pro Kopf einsetzt, muss notgedrungen, weil sonst würde es ja eine Kürzung bedeuten, auch dem Antrag im Punkt 1 zustimmen. Ich gehe also davon aus, dass auch die Freien Wähler es tun werden. Bemerkenswert finde ich, dass ausgerechnet die Grünen, bei der CDU wundere ich mich natürlich nicht, weil sie sich noch nie für die Stärkung der Rechte der Stadtbezirke eingesetzt haben, hier nonchalant auch jeder Kürzung zustimmen, aber dass es ausgerechnet sind, dass die Grünen es hier heute tun, wundert mich etwas, aber auch das will ich nicht kommentieren, um genau das nicht zu erreichen, weitere Wortmeldungen entgegenzunehmen. Dass die Kollegen der Linken ein bisschen Schaulaufen betreiben, immer wenn die haushaltstragenden Fraktionen sich hier hinstellen und sagen, wir brauchen aber eigentlich mehr Geld, aber in den gesamten Haushaltsberatungen ich diese 25 Euro pro Kopf nicht gehört habe, wundert mich das auch etwas. Eine Schlussbemerkung möchte ich noch machen zu dieser verpönten Übertragung der Mittel an die Fachämter. Und da kann ich nur das, was der Kollege Drews gesagt hat, vollends unterstützen. Wenn ein Stadtbezirksbeirat sagt, wir wollen für die und die jene Maßnahme, vielleicht, ich sage mal, einen Sonderwunsch für eine Spielplatzgestaltung oder Bäume, Stadtbäume anschaffen, dann ist es doch logisch, Sie können es ja nicht im Grunde genommen einfach so ausgeben, dass es dann zu diesem Zwecke, damit Ihr Wunsch erfüllt werden kann, übertragen werden muss an die Fachämter. So, deshalb verstehe ich es nicht, wenn wir uns als Stadtrat hier hinstellen und Haltungsnoten für richtige Beschlüsse und falsche Beschlüsse der Stadtbezirke aussprechen. Ich finde, dafür, dass Sie jetzt seit 4 Jahren, 4,5 Jahren diese Möglichkeit in den Stadtteilen haben, gehen die Stadtbezirksbeiräte sehr verantwortungsvoll mit ihrer Aufgabe und auch mit den finanziellen Mitteln um. Und dafür möchte ich Sie ausdrücklich loben. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch in der nächsten Amtszeit dies sich noch ein bisschen optimieren lässt. Ich würde mir heute auf jeden Fall wünschen, dass wir eine Mehrheit dafür finden, dass die Mittel aus 23 übertragen werden und die 24er unangetastet bleiben. Ich bitte um Ihre Unterstützung. Vielen Dank. So, damit schreiten wir zur Abstimmung über den Antrag. Ich würde es wie folgt handhaben, um alle so Ihre Wünsche unter einen Hut zu bekommen, dass wir zur Abstimmungsgrundlage den Antrag machen und den punktweise abstimmen. Dann haben wir das in einem Ritt alles, was so an Vorschlägen von Ihnen gekommen sind. Und wir treffen damit, glaube ich, alle Intentionen. Insofern sehe ich keinen Widerspruch. Wer also für den Punkt 1 des Antrages ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 15 Nein, 13 Enthaltung, damit angenommen. Und wer für den Punkt 2 ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja. 52, 15, 0, damit auch angenommen. Damit ist der Antrag in beiden Punkten zugestimmt. So, das führt uns jetzt zurück zum Punkt 19.2, glaube ich, wo wir gestern in der Tages-